Bist du bereit? High five! Gut gemacht. Nochmal ein High five. Mit der Foot. High five. Okay. Als wir Frieda bekommen haben, das ist genau dich, habe ich mir gedacht, ach Gott, was brauchen wir denn schon für einen Hund? Du brauchst ein Körbchen, du brauchst eine Leine, du brauchst ein bisschen Futter und du brauchst ein paar Goodies. Und dann ist es. Und das ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass das doch ein bisschen mehr ist. Und bei ihr war es noch viel mehr, weil sie mit ein paar Päckchen zu uns gekommen ist, die wir nicht vorhersehen konnten. Und so hat sich eine ganze Menge Hundezeug angesammelt. Das Lustige ist, ich wollte nie ein Hundevideo drehen, weil ja, Hunde, Katzen, Hamster-Videos können andere ganz bestimmt besser. Aber ich habe in letzter Zeit ganz viele Fragen bekommen mit, wie machst du das denn eigentlich mit deinem Hund? Wie wäschst du deine Wäsche? Bei mir muffelt das immer so ein bisschen komisch, wenn die aus der Waschmaschine kommt. Wie räumst du denn die Sachen auf, dass nicht immer alles rumfliegt? Wie ist es denn eigentlich mit den Hundehaaren? Wie bekomme ich die am besten ab? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann das verbinden. Ich habe einen Hund, der haart, ich habe einen Hund, der stinkt. Und ich kann Ordnung machen und aufräumen und waschen. Ich mache mal eine kleine Videoreihe daraus. Und das ist der Film Nummer 1 heute. Und zwar geht es um das ganze Zeug, das mit einem Hund bei einem einzieht. Und wie man das hinbekommt, dass man das nicht nur ordentlich verstaut, sondern dass es echt super schnell griffbereit ist und dass jeder, also wirklich jeder weiß, wo was ist und was er im Notfall zu tun hat. Das ist Frieda von Ordnungsliebe und ich bin Sabine. Und bei uns geht es um Ordnung, Aufräumen, alles, was mit dem Thema Wohnen, leichter Leben zu tun hat und auch ab und zu ums Putzen. Und ich mache das seit über 10 Jahren und habe da einen ganz ordentlichen Erfahrungsschatz mittlerweile, den ich gerne mit dir teilen möchte. Aber mein ganz großes Credo ist, Ordnung muss ganz leicht funktionieren, denn wir haben alle was Besseres zu tun, als permanent aufzuräumen, zu putzen und anderen hinterher zu rennen, damit es bei uns zu Hause schön aussieht. So, es wird natürlich heute um das Thema Hund gehen. Und ich gehe mal davon aus, dass viele meiner Zuschauerinnen keinen Hund haben. Aber im Grunde ist es auch relativ egal, ob das jetzt um Hund, um Katze, um Hamster geht oder um ein Hobby, das du hast. Denn die Quintessenz, das kann ich dir jetzt schon verraten, wird sein, packe deine Sachen an eine Stelle, packe sie so, dass sie sinnvoll sind und beschrifte sie, sodass jeder, der auch damit zu tun hat, der dein Fahrrad irgendwo unterbringt und den Schlauch repariert oder deine Schildkröten füttert, sofort weiß, hier finde ich das und in dieser Art und Weise muss ich die Dinge handeln, damit es funktioniert. Fangen wir doch mit dem Thema Nummer 1 an, mit dem Gassi gehen. Und ich dachte mir, oh Gott, Hund hat Halsband an, wird die Leine eingehakt und gut ist. Nein, bei uns zog das erste Sicherheitsgeschirr ein zweites, weil das erste schon durchgebissen war, eine Schleppleine in Warnfarbe, wenn sie läufig ist, eine normale Leine, so zum Gassi gehen und so weiter und so fort. Also wir besitzen mehrere Dinge, die wir tatsächlich fürs Gassi gehen brauchen. Und da ist jetzt noch kein Schnicki-Schnacki dabei, wo man sagt, okay, das ist jetzt stylisch oder das ist das, die Ausgehuniform oder so irgendwas, sondern das ist reine Basic. Und in meiner Vorstellung sah das so aus, wie man das ja auf Pinterest so sieht, dass die Leine irgendwie an der Garderobe einen Haken hat, da hängt sie immer schön und wenn man rausgeht, nimmt man sie so mit einem Griff und alles ist gut. Nein. Also, erstens, jeder, der einen Hund hat, wird es wissen, in Deutschland regnet es. Es regnet nicht selten. Und wenn es nicht regnet, dann ist es staubig oder matschig. Auf jeden Fall ist so eine Leine immer irgendwie dreckig. Und du möchtest sie einfach nicht an deine Wand hängen. Außer du hast einen Eingangsbereich, der irgendwie eine Farbe an der Wand hat, die wasserabweisend, dreckabweisend ist. Oder du hast einen Keller, wo du das alles aufhängen kannst. Aber normalerweise würde ich nicht empfehlen, Leinen an die Wand zu hängen. Zumal so eine Schleppleine, wenn du die dann aufrollst und die hat ja ein paar Meter, das sind dann so 15 Meter oder so, dann hast du da so ein riesen Ding hängen, was wirklich nicht schön aussieht. Und die meisten sind aus Biotane oder sowas in irgendwelchen nicht so schönen Farben. Also sieht nicht gut aus.
Und oft ist es auch so, du kommst vom Gassi nach Hause, der Hund ist dreckig, die Leine ist dreckig und dann ist es viel einfacher, das einfach in den Korb zu werfen, wo auch gleichzeitig die Handtücher schon warten, um die Pfoten sauber zu machen. Alles so einfach wie möglich ist mein Credo. Wir haben diesen Korb bei uns im Eingangsbereich stehen, da sind das Geschirr drin, da sind die Leinen drin und da ist alles zum Abputzen des Hundes drin. Und da ist es auch egal, wie es da drin aussieht. Das wird einmal im Monat umgekippt, alles weggesaugt, was so an Brösel rausgefallen ist und gut ist. Alles andere ist super aufwendig. Und wenn du, gerade wenn du Kinder hast, die du auch mal mit dem Hund rausschickst, dann muss es so funktionieren, dass du dich nicht jedes Mal aufregst, wenn das nicht 100% tippitoppi aussieht. Wir gehen raus. Und auch da brauchen wir ein System, das ganz einfach funktioniert. Da haben wir nämlich schon die nächste Sache. Du brauchst Goodies zum Trainieren, du brauchst Kotbeutel und im Sommer eine Wasserflasche. Und damit das alles irgendwie immer parat ist, und das ist nicht wenig, weil die meisten haben nicht nur eine Sorte Goodies dabei, sondern vielleicht sogar zwei. Und dann sind die Goodies teilweise auch ein bisschen ölig oder schmierig und so. Dann sind die in irgendeinem kleinen Gefäß noch mit drin. Also du brauchst eine Tasche. Und diese Tasche, die sollte immer gepackt am Eingang hängen. So, dass auch jeder, wenn du sagst, okay, kann einer mal mit dem Hund gehen, sich nur diese Tasche schnappen muss. Und es ist immer voll mit Beuteln, es sind immer Goodies drin und es ist immer so ausgestattet, dass man ohne nachzudenken damit rausgehen kann. Das ist super wichtig, wenn du zu mehreren bist und nicht jedes Mal anfangen möchtest, nach dem Nachschub für die Beutelchen zu suchen. Und auch das haben wir am Anfang gerne irgendwie gemacht. Hast du eigentlich dabei die Kackbeutel? Nee, ich dachte, du hast sie. Und so ist das immer alles an einem Ort. Und im Winter haben wir noch eine Taschenlampe mit drin, denn wenn es ab 18 Uhr dunkel ist und du dann irgendwie mit deinem Handy und ich weiß nicht wie versuchst, die Sachen zusammenzusuchen und aufzuheben, dann ist das oft nicht lustig. Und so ist die auch immer mit dabei. So, was das Wichtigste ist, wenn du ein Tier hast und du vielleicht jemanden hast, der es sittet oder mit ihm mal rausgeht oder füttert, dass alles ganz klar gekennzeichnet ist und jeder weiß, wo er was zu finden hat. Beim Gassigehen ist das natürlich einfach, das ist meistens im Garderobenbereich irgendwo, aber wir haben jetzt nicht so den riesen Flur, sodass wir zum Beispiel Dinge, die zusätzlich gebraucht werden, bei uns im Wohnzimmer lagern, in unserem Wohnzimmerschrank. Und da geht es nämlich jetzt schon an den dritten Punkt, das sind so die ganzen Sachen, die man so als Add-ons hat. Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Also, ich dachte mir ja, Gott, ich werde nie so eine Hundemutter sein, die ihrem Hund irgendwie Pulloverchen anzieht oder Lätzchen umbindet. Und so fand ich immer super albern. Konnte ich gar nicht mit. So, es ist Winter, der erste. Wir haben einen Hund mit sehr kurzem Fell. Und die Tierärztin meinte, wenn der Hund so zittert, dann dürfen sie ihm durchaus mal was anziehen. Und ich dachte mir so, wie was anziehen? Das ist doch ein Hund. Doch irgendwie. Ja, wir mussten relativ schnell lernen, dass im Winter Frieda gerne Wolle trägt. Und das tut sie auch wirklich gerne. Ich dachte erst so, oh, da musst du den Hund wie so eine Krake in so einen Einkaufsbeutel reinkriegen. Aber sie ist da so, Foto 1, Foto 2 und schwuppsiwupps ist sie drin. Sie mag das tatsächlich sehr gerne. Und das ist sowas, was ich auch lernen musste. Es gibt tatsächlich Tiere, die das mögen. Wenn es dann wirklich kalt ist und ja, ne, man nicht selber die Wärme erzeugen kann, dann ist das schon mal ganz angenehm. Also hatten wir plötzlich einen Regenmantel und ich glaube zwei Pullover. Ja, so sammelt sich dann an, ne? Und dann bekommst du was geschenkt und dann bekommst du irgendein schönes Halsband geschenkt oder du bekommst irgendwie so ein Tüchlein für irgendeinen Anlass. Dann hatten wir ein Fotoshooting, wo sie das passende Teil anbekommen hat um den Hals. Und so haben wir auch hier mittlerweile eine ordentliche Sammlung. Ihr erinnert euch, ich wollte eigentlich nur eine Leine und ein Kissen und was war es noch, ein paar was zu futtern für sie haben. Ja, also wir haben eine ganze Schublade voll mit so Zubehör. Da ist dann noch ein Reisenapf mit drin, wenn wir unterwegs sind. Da ist ihre Decke für unterwegs mit drin. All dieser Kram.
Das haben wir alles in eine Schublade gepackt und die ist beschriftet. Da steht genau drauf, das ist das Zeug von Frieda. Da findest du alles drin, wenn es wirklich kalt ist oder wenn es wirklich regnet. Und zwar so richtig regnet. So ein bisschen Regen, völlig egal. Aber wenn es so, it's raining cats and dogs, genau das ist der Zeitpunkt, wo wir unserem Hund auch eine Regenjacke überziehen oder so ein, ja, Jacke, das klingt so stylisch, ne? Nee, es ist so ein Regencape, was auch immer. Denn sonst steht sie alle 2 Sekunden da und schüttelt sich, was für mich nicht wirklich angenehm ist, weil ich natürlich dadurch auch noch nass und dreckig werde und sie findet es auch nicht lustig. Ja, ne? Und so war die Schublade ganz schnell voll. Ja, wir haben aber nicht nur eine Schublade, wir haben noch 2 andere Schubladen. Die nächste Schublade, die ich befüllt habe, da ist alles drin, was ihren Style betrifft. Das klingt jetzt so, als ob sie Schleifchen ins Haar bekommt. Tatsächlich sind das die Sachen, womit man die Ohren sauber macht, das Fell kämmt, es ist die Krallenzange drin und so der ganze Kleinkram, den man braucht. Also ein Pfotenbalsam, wenn es sehr kalt ist im Winter und die Pfoten rissig werden. Auch das kann passieren, habe ich festgestellt. Ja, ich war echt blauäugig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie was mit Hunden zu tun hatte, aber der Hund, mit dem ich aufgewachsen wurde, war so ein klassischer Hofhund, der draußen gehalten wurde und da kam kein Pfotenbalsam drauf. Das kann ich euch erzählen. Das ist, ja. Aber gut, auch das besitzen wir. Und in unserer dritten Schublade, das ist die allerwichtigste, das ist die mit den Medikamenten. Und wie du siehst, habe ich die extra beschriftet. Und zwar gibt es einen großen Notfall, wo wir schon ganz oft angerufen wurden, oh Mama, Frieda hat Durchfall. Und dann fange ich immer wieder von vorne an zu erklären, entweder gibst du ihr die 2 Tabletten oder wir haben so eine Spritze, da müssen 4 Einheiten ins Maul gespritzt werden. Und dann erzähle ich das jedes Mal. Ich mir gedacht, boah, das kann ich mir auch sparen. Auf dieser Schublade steht drauf, hier sind die Medikamente von Frieda drin. Und im Notfall, bei Durchfall, ist genau schon die Anweisung auf die Schublade geklebt, damit das wirklich jeder, egal ob das unsere Tochter ist oder irgendein Hundesitter oder ich, die ich irgendwie schlaftrunken aus dem Bett gewankt bin, weil es dann doch ganz dringend wurde, sofort weiß, das muss gemacht werden. Und das ist so eine große Empfehlung von mir, das irgendwo hinzukleben, weil es dir in dem Moment diese Sache so erleichtert und du nicht jedes Mal anfängst, in der Anleitung zu lesen, wie viel Körpergewicht vom Hund, wie viel hat sie jetzt? 19 Kilo. Okay, sind das jetzt 1 oder 2 Tabletten? Wühl, wühl, wühl. Ah, okay, es sind 2 Tabletten. Also ich weiß sofort, 2 Tabletten, rein damit. Muss ich gar nicht mehr nachts überlegen, was zu machen ist. Oder halt diese Spritze, die man da in den Mund gibt mit dieser Paste. Also das ist meine allergrößte Empfehlung, beschriftet alles. Das klingt erstmal so banal, aber es ist für alle eine Riesenerleichterung, weil diese ganzen Fragen, wo ist denn, was mache ich denn und so weiter, sofort beantwortet sind. Meine Beschriftung habe ich übrigens mit dem P-Touch Cube Plus gemacht von Brother und das ist ein Gerät, mit dem ich sogar in den Urlaub gefahren bin, weil ich es so sehr liebe. Es ist super easy, weil mit dem Handy zu bedienen. Es ist darüber über Bluetooth verbunden. Und ich kann hier in der App alle Schriftarten auswählen, alle Texte eingeben und auf verschiedenen Schriftbändern mit verschiedenen Farben, also verschiedenen Bandfarben und auch Druckfarben, das perfekte Label ausdrucken. In diesem Fall habe ich das ja hier für die Hundeboxen gemacht für die einzelnen Schubladen, damit jeder weiß, was drin ist. Und was ich richtig cool finde, ist, dass ich das auch auf den breiten Tapes mit 3 Zeilen machen kann, dass ich also untereinander diese Anleitung mit bitte bei Durchfall 2 Tabletten oder diese Spritze geben, untereinander ausdrucken kann, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Aufkleber drucken muss über den Drucker oder so ein ellenlanges Band habe, wenn ich nur so einen ganz normalen Beschriftungsapparat habe, der so nur so ganz schmale Bänder auswirft. Deswegen ist das schon eine richtig coole Lösung, die ich überall benutze. Und Frieda kriegt jetzt alle ihre Pfötchen gekennzeichnet, damit sie weiß, dass die alle abgeputzt werden müssen.
wenn sie nach Hause kommt? Nee, mache ich nicht. Ne? Würde ich nicht machen. Aber wie du siehst, kann ich das auch in verschiedenen Schriftgrößen machen. Also das ist einfach super cool, weil du alles auswählen kannst. Was ich dir natürlich nicht sagen muss, was ja selbsterklärend ist, dass das nicht nur für die Tierprodukte geht, sondern für alles. Für die Küche, da habe ich alles gelabelt. Unser Bad ist durchgelabelt. Also du kannst es überall da benutzen, wo du irgendwas beschriften musst. Und was wirklich ein ganz großes Problem bei uns ist, mein Mann hat es mitgenommen zu sich und in seinem Büro hat ja eine Eventagentur und hat alle seine Kabel damit beschriftet und so. Also das ist ja super, das sieht auch toll aus und es ist auch sehr sinnvoll. Aber das ist mein Gerät, das ist meins. Jetzt kommen wir zu der spannenden Schublade mit den Goodies. Auch das habe ich beschriftet, damit keiner auf die Idee kommt, irgendwas anderes zu geben. Anzufangen, bei uns im Kühlschrank zu suchen und irgendwie Fleischwurststückchen zu geben, was Frieda super toll fände. Aber die Goodies gibt es nur an diesem einen Ort und das sind die, die sie verträgt. Alles andere könnte zur zweiten Schublade, zu den Medikamenten gegen den Durchfall führen. Deswegen steht das da drauf. Hier sind die Goodies drin. Und wenn wir schon beim Futter und bei der Ernährung sind, habe ich auch gleich auf ihre Futterbox draufgeklebt, wie die Dosierung ist. Auch damit da nicht irgendwie immer die Nachfrage kommt, kriegt sie jetzt einmal oder zweimal am Tag? Und wie viel war das? War das jetzt ein Schälchen voll? Oder muss ich das bis zum Rand füllen? Wir haben da so einen Messbecher. Da steht bei uns dann draußen jetzt auf dieser Box. Zweimal täglich bis zur Markierung bekommt sie ihr Futter. Auch das ist richtig praktisch, wenn irgendjemand anderes mal ja, einspringt und dem Futter was zum Hunde gibt. Dem Hund mal was zum Futter. Ich habe das dort in Schubladen geräumt, ich habe das alles kategorisiert. Das ist auch wirklich wichtig, das würde ich auch auf jeden Fall machen, das immer nach Kategorien einzusortieren. Das müssen jetzt auch nicht so fancy Schubladen sein, wie ich sie habe. Das reicht, wenn man die in irgendwelche Körbchen oder Kartons oder so packt. Aber das ist natürlich jetzt so, dass, ja, ich nenne das mal Must-Have. Da sind, okay, sind jetzt mittlerweile doch ein paar Dinge drin, die man nicht unbedingt braucht oder die sich so angesammelt haben. Aber es gibt natürlich noch die Rubrik mit dem Spielzeug. Und auch das habe ich total unterschätzt. Dachte mir auch, Göttchen, ja, dann kriegt die Gute irgendwie ein altes Kuscheltier von Sophie oder von Ikea irgendwas und dann wird sie sehr glücklich sein. Ja, war sie auch. Das Tier nicht so. Also am Anfang dauerte es nicht lange und die waren ziemlich zerfetzt. Also haben wir angefangen, dann doch Kuscheltiere bzw. Spielzeug im Tiermarkt zu kaufen, die ein bisschen robuster sind. Aber auch die hat sie am Anfang ordentlich zerlegt. Aber so hat sich natürlich über die 3 Jahre, die wir sie jetzt haben, Zeug angesammelt. Und dieses Zeug, das kriegt man natürlich auch geschenkt. Und guck mal, wie süß ist das denn? Und dann hat Sophie doch noch mal ein Kuscheltier aussortiert und es ist mit bei Frieda in ihrer Box gelandet. Und das ist mein Tipp. Nimm einen ausreichend großen Korb für das Spielzeug. Das muss tatsächlich ein bisschen Luft haben. Wir haben einen hier bei uns im Wohnzimmer stehen. Das wird abends alles eingesammelt, dort wieder reingeschmissen und sie kann sich das selber rausholen. Und ich weiß nicht, wie das bei deinem Tier ist, ob das es auch macht, aber Frieda holt sich ihr Spielzeug selber und präsentiert es einem dann auch sehr froh. Hallo, ich möchte mit der Spinne spielen. Das ist übrigens ihr Lieblingsspielzeug, eine überdimensionierte Spinne. Also wer jetzt Spinnenangst hat, ich zeige sie nicht. Aber das sucht sie sich selber raus. Und mein Ziel ist jetzt, ihr beizubringen, dass ich, wenn ich abends sage, Frieda, es geht ins Bett, aufräumen, dass sie die Sachen alle einsammelt und selber in den Korb wirft. Den habe ich nicht beschriftet, weil ich weiß, wo es hingehört. Sie weiß, wo sie ihre Sachen findet und das ist relativ eindeutig. Aber wer möchte, kann natürlich auch diesen Korb beschriften, damit man weiß, was da reinkommt. Und damit das nicht vielleicht mit dem Kinderspielzeug irgendwie verwechselt wird. Aber ich glaube, das macht man nicht. Ne? Also wir haben jetzt natürlich auch kein kleines Kind mehr. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. So, das war natürlich ein sehr spezielles Thema heute. Nächste Woche gibt es wieder eins, das
hundefrei ist. Naja, zumindest Frieda wird nur noch durchs Bild laufen und es wird sich nicht um sie handeln. Aber ich werde natürlich auch die anderen beiden Themen noch nachproduzieren, wo es um die Haare geht und um die Wäsche und wie man damit am besten zurechtkommt. Und ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses Video. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like gibst oder kommentierst, ob du noch vielleicht gute Tricks hast, wie du deine Hundesachen organisierst. Vielleicht hast du ja irgendwie den Korb gefunden, wo alles super gut reinpasst und ich weiß nicht, der nach Leberwurst riecht, irgendwas Fantastisches. Dann schreib das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Frieda würde sich da auch sehr freuen. Sie ist sehr, sehr müde. Sie findet das Leben vor der Kamera sehr anstrengend und das Catering relativ schlecht, möchte sie nochmal anmerken. Das könnte massiver sein an Goodies. Was ist das? Okay. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und ich dir wieder was zum Thema Ordnung und zum Thema Motivation erzählen kann. In diesem Sinne, wenn du keinen Hund hast, finde ich es toll, dass du dir es trotzdem angesehen hast. Und wir sehen uns nächste Woche.